Keine Leinwand. Ah, komm. Nächstes kommt, vorletztes Pack. Komm. Kein Schlitz, Alter. Letztes Pack muss es entscheiden. Jungs, wir gehen nochmal kurz in eine andere SPC. Ich riskiere es. Auch wenn sie es vielleicht... Nee, egal, komm. Wir ziehen es jetzt einfach. Packlack ist da jetzt. Jungs, komm. Totti-Hype, Totti-Hype, Totti-Hype. Oh mein Gott! Ja! Fuck! Nur Dani Alves! Oh mein Gott, was? Was? Im letzten 81 Plus Set ziehen wir nochmal Dani Alves! Ja! Ja! Ich hab sowas von daran geglaubt! Jungs! Ja, Mann! GG, oh mein Gott, Jungs, ihr seid am Eskalieren. Was? Eine Minute vor 19 Uhr ziehen wir einen Team of the Year. Und zwar Dani Alves. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Nehme ich mit. So macht man's, Jungs. So macht man's. Und nicht anders. Oh, es hätte aber so viel... Ich bin so undankbar. Ich bin so undankbar in diesem Scheißspiel. Aber es hätte halt auch Ronaldo, Modric, Kanté, es hätten alle sein können. Vielleicht so ein Messi oder so. Aber Dani Alves nehme ich mit, Alter. Boah, litte Karte. Ah, der ist untradable, ne? Na, der ist wieder untradable. Egal, Dani Alves nehme ich mit. Jetzt geht's von alleine weg. Wer ist dann noch mit dem Pack? Kevin Trapp. Doppel-PSG, Doppel-PSG, oh mein Gott, Dani Alves, 93er, alle Werte über 80, Erstbesitzer, Team of the Year. David, was machst du eigentlich gerade so? Ich zieh gerade kurz Dani Alves Totti. Okay, ciao. Was für ein Ehrenmann. Er ist schon wieder weg. Jungs, wir haben einfach Dani Alves Team of the Year gezogen. Aber wenn es halt so ein Ronaldo gewesen wäre, ich wäre so ausgerastet. Wenn es ein Messi gewesen wäre, ich wäre so ausgerastet. Stell dir vor, wir hätten... Alter, stell euch vor, wir hätten die Sea gezogen. Wie krank wäre es gewesen?